Seit vergangenem Freitag kann man sich auf Amazon Prime Video eine Serie anschauen mit Christoph Waltz als Chef einer sehr speziellen Art. Und damit geht es jetzt um The Consultant. Mr. Tsang war schon sehr früh ein Genie in seinem Fach als Spieleentwickler und mit gerade einmal 20 Jahren leitet er das erfolgreiche Entwicklerstudio Compuware mitten in Los Angeles. Doch als er einem Mord zum Opfer fällt, taucht plötzlich ein Mann auf, den niemand aus der Branche je zuvor gesehen hat, und dieser Mann, sein Name ist Regis Patoff, behauptet, fortan für die Leitung der Firma verantwortlich zu sein. Dabei setzt Regis mit all seiner rationalen Intelligenz sowie seiner effizient diabolischen Art auf eine straffe Führung. Jeder neue Arbeitstag wird immer seltsamer für die Angestellten, was besonders der Coder Craig und die Assistentin Elaine zu spüren bekommen. The Consultant besteht aus 8 Episoden, die zwischen 30 und 36 Minuten lang sind. Jede Episode ist ab 12 Jahren freigegeben, bis auf die erste, die ist ab 16 Jahren freigegeben. Und seit dem 24. Februar, also vergangenen Freitag, kann man sich die Serie gänzlich auf Amazon Prime Video anschauen. Ist Drama, aber auch immer wieder mit komödiantischen Elementen. Ist so eine Art, ich würde nicht sagen Gesellschaftssatire, sondern eher auch Kritik. Und letztendlich eine Serie, die sich damit beschäftigt oder mit der Frage, wie weit würde man denn eigentlich gehen, um erfolgreich zu sein? Würde man alles tun, um effizient die Karriereleiter nach oben zu klettern? Und was ist, wenn das getriggert wird durch sehr merkwürdige Methoden? Das im Kern ist vielleicht so ein bisschen die Idee hinter The Consultant und viele Fragen, die man hat, besonders um eine Figur, die werden auch nicht unbedingt beantwortet, zumindest oder nur in solchen Teilen, wo man sich dann am Ende auch durchaus Achselzucken fragen kann, okay, was jetzt genau und warum? Auf der anderen Seite ist rein von der Bildsprache her immer wieder genug Interpretationsfläche da und auch von Soundeffekten her, was durchaus spannend ist. Aber darüber reden wir gleich, wenn wir über die einzelnen Dinge reden. Aber erst einmal über den Cast. Christoph Waltz, also in seiner, ich glaube, ersten Serie dann als Hauptdarsteller, Regis Patoff, spielt in seiner sehr gewohnt klar pointierten, sprachlich ausgeklügelten, abgesetzten Art und Weise. Jeder Blick ist zwischen streng und klar und einen direkt anschauend dann wieder total verspielt und völlig abstrus in den Monologen, der teilweise hält, und seine Handlungen dann zwischen große Entscheidungen, die eine große Tragweite für das Leben einzelner Menschen haben, und dann wieder sich sofort freut über kleine Gebäcke, die ihm serviert werden, oder Essen, was man zu viel hat, aber deswegen noch lange nicht den anderen anbietet. Klingt total strange, ist es auch. Und das ist das, was wir von Christoph Waltz kennen, wofür viele ihn auch lieben. Eben irgendwo dieses Teuflische, was in ihm schlummert, aber zugleich blitzgescheite, hochintelligente, und das kombiniert ist dann schon so eine Kraft und eine vor allem mächtige Präsenz, die im Raum steht. Und da muss man erst einmal gegen anspielen können. Und das ist sicherlich alles andere als einfach. Dazu gehört aber natürlich auch, dass wir ihn halt so kennen. Und da fragt man dann natürlich, was ist mit der Wandelbarkeit? Ich meine, er ist gestandener Schauspieler, ob auf der Bühne, ob in deutschen Produktionen oder auf der großen internationalen Ebene. Da ist es wahrscheinlich nicht eine Frage seines Könnens, sondern eine Frage des, wo sieht man ihn rein von der Besetzung her? Und da würde ich mir gerne wieder ein bisschen mehr Varianz wünschen, aber alle, die sagen, hey, genau so liebe ich Christoph Waltz, das bekommt ihr halt dann hier in Serienform geboten. Aber ich habe ja auch gesagt, es ist schwierig, dagegen anzuspielen, und ich finde, das merkt man bei Ned Wolfe und bei Brittany O'Grady. Das sind so ein bisschen die beiden Mitarbeiter, die im Fokus stehen. Wir haben einmal Craig, einen Coder, der schon ewig lang an einem eigenen Spiel arbeitet, was nie gegreenlightet worden ist. Aber jetzt könnten sich Dinge endlich mal ändern. Der war zu Hause ein bisschen ein Problem hat mit seiner Partnerin. Die Hochzeit steht eigentlich ins Haus. Da wird dann quasi nochmal so eine zweite Ebene eingezogen, die aber immer nur wieder punktuell aufgegriffen wird und so richtig tragend dann auch nicht unbedingt ist. Der eher von jemandem, der demotiviert ist, als jemand, der sich auch auf dem Arbeitsplatz eher zurückzieht und gerne mal den einen oder anderen raucht, um ein bisschen abzuschalten vom Alltag, auf einmal anspringt auf ein Szenario, wo ihm alles merkwürdig scheint und er unbedingt Dinge erleben oder erfahren muss und dann sich mittendrin wiederfindet in einem Szenario, wo er sich auch klar entscheiden muss. Und das kann weitreichende Folgen für ihn haben. Aber bei ihm und vor allem bei Brittany O'Grady als Elaine merke ich, die in ihrer Rolle eigentlich interessant ist. So eine Art Assistentin mit Ambitionen, aber voranzukommen, die immer Ausschau hält, wo ist eigentlich der nächste Job, wo ist der nächste Platz, was will sie erreichen an ihrer jetzigen Position und will sie dann als nächstes aufsteigen, ist diese Rolle durchaus wichtig, weil sie ein Bindeglied auch sehr
zwischen dieser gesamten Gesellschaft bzw. Angestelltengesellschaft und dieser neuen Führung darstellten auf der anderen Ebene. Und das stört mich bei beiden so. Das Spiel, was rein intrinsisch ist, das wirkt mir immer ein bisschen zu lasch. Bei Ned Wolf ist es so, dass er sehr in sich gekehrt gefühlt immer nach außen in Dinge sagt, wo ich dann spüre, dem wird nicht genug Nachdruck verliehen. Und bei Brittany O'Grady ist es fast umgekehrt. Die spielt ihre Emotionen ganz oft so nach dem Motto, sie stehen so im Skript und ich spreche, ich sehe die jetzt, ich spiele die Blicke so. Aber dass vorher das Gefühl in ihr entsteht und daraus heraus, da gibt es immer wieder Momente, die funktionieren sehr gut und andere, wo ich denke, boah, das ist jetzt aber nicht dolle gespielt, habe ich immer wieder rausgebracht, vor allem, wenn man dann Christoph Waltz als Gegenpart hat. Ansonsten hat man dann Leuten beispielsweise die Mutter des Spieleentwicklers, der verstirbt. Wir haben die Partnerin von Craig, die dann irgendwie eben noch so ein soziales zusätzliches Gefüge abbildet und dann vor allem so diese Einheit der Arbeitnehmer, die im Grunde so ein Abbild davon geben, wie reagieren wir eigentlich, wenn man uns die Chance gibt, etwas zu erreichen, wie sehr würden wir nach unten treten und nach oben kriechen, etwas, was man sicherlich genauso auch in Deutschland stattfinden lassen könnte. Und das ist dann wiederum interessant zu erleben an dieser Stelle generell. Mit der kurzen Laufzeit der einzelnen Episoden schaut sich The Consultant auch relativ gut weg. Interessant fand ich wiederum so die Idee mit Bildsprache, mit Klängen, ob man die Ebene nimmt wie Glas und auch ein Spiel entwickelt, das mit Glas, ein Gewicht, mit wann bricht etwas, was kann man auf den Schultern aushalten, wie viel Druck, bis etwas kaputt geht. Aber auch wenn man klar die Kamera ansetzt und jemand zeigt, der auf einer Glasscheibe steht, von oben nach unten durchguckt, auf jemanden hinunterschaut, was Erhöhung bedeutet, was es bedeutet, eine Rangordnung zu haben. Und wenn man dann auch noch einbaut, wie schwer es jemand hat, eine Treppe hinaufzusteigen, was wieder sinnbildlich bedeutet, wie schwer es ist, eine Karriereleiter durchaus auch aufzusteigen, dann baut man dann viele Dinge ein, die auf der einen Seite dienen, um auf der ein merkwürdiges Bild von einem Charakter zu zeigen, wo wir uns fragen, was ist denn mit dem los? Und auf der anderen Seite eben ein Bild zu erzeugen, was sich immer metaphorisch auf diese Idee des Aufstiegs und des Falls, die Karriere und was sind wir bereit zu opfern, da hineinbauen lässt. Generell die Kameraarbeit auch eher auf Drama gesetzt, das heißt relativ lange Einstellungen, die Farben oft gedeckt, wobei sie innerhalb von diesem Spielestudio Compware ich würde sagen, graue Betonwände treffen auf die Buntheit, auf den Screens im Mobile-Gaming-Bereich, hat was immer sehr kontrastiert, deswegen daherkommt, aber wie auch ganz oft bei den wenigen Außenaufnahmen, die wir haben, entweder auf Nachtbilder setzen oder auf kaum Himmel, den wir sehen. Und das suggeriert natürlich auch in der reinen Bildsprache eine gewisse Unfreiheit, die wir immer wieder erleben. Und das ist ganz schön anzusehen, wie man sich das so zusammendenkt, wenn man sich The Consultant anschaut. Die Musik ist etwas für mich oft gut gelungen, was die entweder Songwahl angeht, um die Stimmung zu unterstreichen, aber vor allem so Soundeffekte, so dieses Knacken von Glas, dieses etwas könnte zerbrechen, was immer wieder in Spannungsmomente eingewoben wird, mochte ich. Kostüm und Make-up ist den Figuren soweit angepasst. Das heißt, Greg ist eher so ein bisschen nerdig verhuschelt, Elaine ambitioniert, ordentlich gepflegt, auch peinlich ist, wenn sie nachts um drei rausgeklingelt wird, dann irgendwie mit Jogginghose rumlaufen zu müssen, weil es nicht anders ging. Und Christoph Waltz immer im Anzug, immer ordentlich. Aber man setzt auch gezielt darauf, was es zum Beispiel bedeutet, Uniform zu sagen, niemand darf mehr Schuhe tragen am Arbeitsplatz. Alle müssen barfuß rumlaufen. Was bedeutet das? Was macht das mit einer Gruppe? Ist schon spannend, diese Ebene, die man da immer wieder einflechtet. Da gibt es ansonsten keinen Effekt, über die ich reden würde an dieser Stelle. Ist The Consultant eine Serie, die kann man anschauen, unterhaltsam finden, immer wieder auch perfide finden. Je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr kann man, glaube ich, entdecken. Aber gerade neben der Tatsache, dass Christoph Waltz super funktioniert und immer wieder diese unterhaltsamen Momente haben und auch durch das Tempo die Serie sich gut wegschaut, ist für mich dieses Spiel von Ned Wolf und Brittany O'Grady einfach ein bisschen zu low. Das muss ich ehrlich sagen an dieser Stelle. Und am Ende ich ging auch nicht unbedingt befriedigt aus der Serie raus. So die Antworten, die ich bekomme, man kann sie mit einem Schmunzeln aufnehmen, aber auch mit einem, warum spannt man den Bogen nicht vielleicht noch ein bisschen weiter, lässt noch ein bisschen tiefer blicken, erzählt weiter, will es da vielleicht auch mal weitergehen, wäre rein theoretisch möglich. Sind wir mal gespannt, wo das Ganze sich noch hinverläuft. Erst einmal bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe sie gerne gesehen, kann sie aber nicht ausnahmslos empfehlen und damit bin ich am Ende bei noch gerade so 7 von 10 möglichen Punkten bei The Consultant mit dabei und damit auch am Ende meiner Review. Wie gesagt, könnt ihr auf Amazon Prime Video anschauen, seit vergangenem Freitag auch diese ganze erste Staffel dann komplett und damit bin ich am Ende meiner Review zu The Consultant. Könnt ihr mir ja gerne sagen, was ihr von der Serie haltet in den Kommentaren und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.